Ja, bevor ich auf Professor Heiner Flassbeck eingehe bei Mission Money, ganz kurz nur die paar Splitter, die ich noch zu sagen habe. So, was aufgefallen ist, ist nochmal, also wir müssen uns immer klar sein bei Corona. Das ist zunächst einmal eine Möglichkeit für ein Schaulaufen unserer Medizin- und Pharmaindustrie, die sich jetzt quasi in Erinnerung bringen kann sozusagen und sich da entsprechend aufspielen und wichtig machen kann und so weiter. In Wirklichkeit ist es einfach so, dass unsere gesamte Medizinindustrie einfach zugelassen hat, dass wir eine immunzerstörende Lebensmittelindustrie haben und immunschwächende und dass wir alles machen, die Menschen so vergiftet sind und so unnatürlich leben, dass sie total immunschwach sind. Und dann natürlich, wenn die Welt alle Menschen immunschwach macht, dann brauchen wir natürlich scheinbar Medizin und Pharmaindustrie im Übermaß sozusagen. Noch etwas zu Corona, ja, also dann dazu noch eine kleine Bemerkung zu Corona. Dann wird also diskutiert, wie weit wir dadurch, dass wir sozusagen blind an die Macht der freien sozialen Marktwirtschaft geglaubt haben, dass wir dadurch eben einfach den Fehler gemacht haben, nicht für ausreichende Autarkie zu sorgen. Das heißt also, dass jetzt einfach Dinge im Land, wir haben uns darauf verlassen, dass sozusagen der ständige weltweite Warenfluss immer und überall ungebrochen und immer unbremsbar immer weiter fließt und dass nichts dazwischen kommen kann und so weiter. Und dadurch haben wir uns abhängig gemacht, anstatt wie das eben die echte Planwirtschaft der zweiten Scientists for Future 2, die ja eben also als Planungsziel gesündere, glücklichere, langlebigere Menschen hat und gezielt Marktwettbewerb und Leistungsmessungen und Ranglisten, Leistungsranglisten dort einsetzt, wo sie notwendig sind. Und eben auch im Gegensatz zur Idee, dass Dr. Markus Krall angeblichen Schlechtigkeit aller Subventionen, sozusagen muss man eben mit Subventionen dafür sorgen, dass wenn der gesamte Welthandel eben einfach mal stoppt, ja, und der gesamte weltweite Transport einfach mal stoppt, dass man einfach im eigenen Lande einfach alle die Basisindustrien im Lande vorhanden hat, um sich zur Not selber versorgen zu können, autark sozusagen. Und das hat wohl Deutschland versäumt. Und dafür würden natürlich die zweiten Scientists for Future 2 sorgen und da keine panische Angst vor irgendwelchen Subventionen haben. Ja, bestimmte Sachen muss man einfach im Lande können. Zum Beispiel die Basisernährungsversorgung, alles, was basismäßig wichtig ist. Ja. So, dann nochmal Christian Felber, Gemeinwohlökonomie. Ja, also da ist mir nur so ein Wort eingefallen. Ja, also ich habe ja gesagt, Stalin und solche Leute, das sind Raubmörder. Also wenn wir also die Linksextremen, die gerne jetzt die Reichen erschießen möchten und so weiter, ja. Es handelt sich da um Raubmörder und Christian Felber ist sicherlich von der Mentalität kein Raubmörder, sondern eher ein Wegnehmer, also das, was wir als Dieb bezeichnen würden. Also sein Konzept läuft darauf hinaus, den Reichen was wegzunehmen, ohne ihnen etwas zu geben, was sozusagen für sie ein Grund wäre, einer Änderung zuzustimmen. Und natürlich, alle diebischen Charaktere in Deutschland klatschen bei solch einer Diebesphilosophie wie der Christian Felberschen Gemeinwohlökonomie, klatschen natürlich Beifall. Und die zweiten Scientists for Future 2 haben ja sozusagen die echte Gemeinwohlökonomie sozusagen oder gemeinwohlökonomische postkapitalistische Gesellschaft sozusagen, wo man erst den Milliardärskönigen erst etwas gibt und dadurch, durch das, was man ihnen gibt, die Zustimmung für die Änderung
und das Verlassen des Kapitalismus bekommt sozusagen. Ja, aber jetzt zu dem Horror, also mir schwirrt der Kopf regelrecht, ja, ich habe da also bei Mission Money von Focus ist das wohl jetzt glaube ich eine halbe Stunde zugehört und also da denkt man, entweder denkt man, wenn man wahrscheinlich die Nummer die normalen Leute hier so denken wohl, ja, dieser Professor Heiner Flassbeck, der muss ja unheimlich schlau sein, ich verstehe ja gar nichts, ich verstehe nur Bahnhof, der redet unheimlich schnell und man kommt gar nicht mit und von was er redet. Ja, vielleicht ist das einfach nur so, dass da einfach völlig wirre Gedanken sind. Und dann so viel Verwirrtes sozusagen so schnell geredet wird, dass am Ende so rauskommt, ja, so eine Art Illusion, wir sind ein Schlaraffenland, es ist doch eigentlich alles da, wir können doch allen Leuten tolle hohe Löhne zahlen und so weiter und können doch einfach, dass es allen gut geht und so weiter. Und am Ende sehe ich dann bei Wikipedia, dass er eben mit Oscar Lafontaine wohl zusammengegangen ist, ja, also mit dieser Philosophie, dass der Wirtschaft geht's ganz toll und das Land geht's ganz toll, wenn wir die Löhne nur so hoch wie möglich schrauben und so weiter, ja, so Schlaraffenland, ja, aus dem Vollen schöpfen, bedienen und Schulden machen und dies und das, also alles, es ist doch alles ganz leicht und ganz paradiesisch Keynes und Keynesianismus fällt als Stichwort bei Heiner Flassbeck und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Es geht darum, einfach auch die Milliardäre und die Unternehmer zu verwirren und denen einfach deren Gehirn zu waschen und deren Gehirn aufzuweichen durch das schnelle Gerede und das scheinbar wissende Getue und so weiter, oder so, dass sie am Ende bereit sind zu sagen, okay, hohe Löhne und so weiter und ja, eigentlich doch alles Schlaraffenland und alles easy und so weiter. In Wirklichkeit ist das die Welt eine knallharte Evolution, wo also hier unsere direkten Vorfahren, ja, warum existieren die nicht weiter? Na? Ja, warum existieren heute nur Bonobos, moderne Bonobos, Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und Gibbons und so weiter, ja? Aber warum existieren denn eigentlich nicht mehr unsere Urgroßväter, ja, sozusagen, warum existieren die nicht mehr? Also das waren eben keine Bonobos, sondern vielleicht nur hier Bonobo-ähnliche oder Schimpansen-ähnliche und so weiter. Oder hier, der sieht eher aus wie ein Bonobo. Bonobos können übrigens sehr elegant aufrecht gehen schon. Ja, aber warum existieren denn also die Australopithecinen nicht mehr? Warum existiert der Homo habilis nicht mehr? Warum existiert ja der Homo erectus nicht mehr? Weil immer ein gnadenloser, mörderischer Wettbewerb ist. Der hier hat die zum Aussterben gebracht, weil er ihnen alles weggegessen hat oder sie sogar, also weil er auf jeden Fall alles ihre Lebensgrundlagen, ihre Nahrungsgrundlagen weggegessen hat, weil er einfach leistungsfähiger war. Ja? Der war einfach genetisch effizienter sozusagen und hat sozusagen den Lebensraum weggenommen und an alles, alle Nahrung weggefressen. Der war immer schneller an der Nahrung als der und so weiter. Und das könnte der Homo habilis vielleicht sein oder so irgendwas, der hat dann wiederum all diesen genetischen, denn diese genetischen Varianten gab es ja auch noch, ja. Es ist ja immer so, dass ein paar Mutationen und ein paar genetische Änderungen dazu führen, dass eben ein Lebewesentyp anders wird. Aber der verwendet die gleiche oder ähnliche Nahrungsquellen sozusagen und da er aber ein leistungsfähiger Gesamtorganismus ist,
frisst er dem alles weg und bringt den um. Und dadurch sterben diese aus sozusagen und der bleibt übrig. Und dann, das könnte der Homo erectus, das könnte so der späte Homo erectus sein vielleicht sozusagen. Und der war wieder der Sargnagel für die. Denn wie gesagt, das ist ja immer ein, das ist ja hier von da nach da, sind ja ein paar genetische Mutationen sozusagen. Ja, das ist ja, der Konstruktionstyp ist ja verändert. Hier ist, glaube ich, noch ein bisschen Fell oder so. Und hier dann ist ja eben kein Fell mehr. Zumindest beim späten Homo erectus haben wir ja dann auch schon lange das Fell verloren gehabt, ja, sozusagen. Ist also ein aufrechtender, schwitzfähiger, schnell laufender und so weiter, ja. Der kann also Feinde viel besser erblicken, die ist auch größer und so weiter, die Augen sitzen höher und so weiter. Und hier sieht man, da ist es mit dem schnellen Laufen nicht so gegeben, der zweibeinige Gang ist noch nicht voll entwickelt, die Beine sind auch noch nicht lang genug für schnelles Laufen, wobei sie hier noch länger sind und dann das Laufen noch schneller geht, also noch und so weiter. Ja, und mit seiner Geschwindigkeit haben die Mutanten, die eben so diese genetischen Änderungen hatten sozusagen, haben quasi denen alles weggegessen und die zum Aussterben gebracht. Also das ist gar nicht nett und es ist kein Paradies und es ist alles da und so weiter, sondern im Gegenteil, das ist, es ist nichts einfach so da. Also das, was Herr Professor Flassbeck sagt, ist wahrscheinlich alles antiwissenschaftlicher, pseudowissenschaftlicher Unfug. Ne? Aber wird natürlich bei Focus Money eingeladen. Ne? Ja? Und jetzt schauen wir uns das noch mal an. Also hier, machen wir uns noch mal klar hier. Was ist passiert? Saddam Hussein, Irak, das sollte eigentlich jeder wissen. Und das ist etwas, worüber wir uns nicht aufregen dürfen. Das ist so, wie der Kapitalismus funktioniert. Ja? So funktioniert unsere kapitalistische Marktwirtschaft. Die USA, da findet sich irgendein Irrtum, also hier. Wie funktioniert der Kapitalismus? Wie funktioniert die soziale Marktwirtschaft? Ja, besonders die freie soziale Marktwirtschaft. Hier erzählt, der hier erzählt, ach, dieser Saddam Hussein, der hat ja ganz schlimme Angriffswaffen und Massenvernichtungswaffen und chemische Waffen und alles verboten und so weiter. Und der will die ganze Welt angreifen und will uns alle umbringen und so weiter. Ja, und dann sind die USA-Bürger bereit, in den Krieg zu ziehen und dann macht man eben mal auf die Schnelle den Irak platt und am Ende bringt man den Saddam Hussein um. Ne? Ja, und so weiter. So ist die Welt im Kapitalismus, ja, weil einfach sozusagen ganz am Anfang der erste Waffenhändler sozusagen hier, die ersten, die Steinäxte dabei hatten, hier zwei Händler, ganz am Anfang der vor 400.000 Jahren, zu Zeiten des späten Homo erectus, die ersten Tauschhändler. Und der eine hier erzählt ja, eine Kommune hat die andere nachts besucht und das war ein Fest der Liebe und so weiter. Und der erzählt, nein, eine Gruppe hat die andere nachts überfallen und tot heimgesucht und totgeschlagen und überfallen. Und hier dieser Händler versteht diese Geschichte hat er falsch verstanden, weil er die Sprache nicht richtig versteht und versteht also eine Kommune hat die andere nachts heimgesucht und überfallen und alle totgeschlagen. Ja? Und dass dieser kleine Irrtum löst im Rahmen der freien sozialen Marktwirtschaft Angst bei den Kunden aus und die kaufen ihm alle Steinäxte ab, die er hat, damit sie eventuell dann irgendwann die Nachbarkommunen lieber selber totschlagen können, bevor sie sich totschlagen lassen. Denn angeblich ist das ja eine Gefahr, ja, hat ja erzählt, ne? Und so weiter. Und dadurch kann der viele Kinder ernähren, kann ein Handelsimperium verbreiten
und dann haben wir eben die USA, wo quasi die ganzen Waffenhändler mit diesem Irrtum, nämlich dass alle anderen Menschen ja von Natur aus und genetisch bedingt angriffslustig seien und so weiter, obwohl damals die Menschen voll pazifistisch entwickelt waren, höchstwahrscheinlich, also noch viel pazifistischer als die heutigen Bonobos, ja, weil der Grad des Pazifismus mit der Gehirngröße normalerweise ansteigt, aber nicht eben, und das Ganze wurde dann jetzt jäh gestoppt durch den Kapitalismus, durch die Erfindung des Tauschhandels als Anfangsstufe der freien sozialen Marktwirtschaft. Ne? Und das bedeutet jetzt hier sozusagen, jetzt haben wir die ganze Welt voll von großen Waffenkonzernen, die alle in die Menschheit und in die Politik hinein die Ideologie bringen. Überall sind nur krügslisterne Gegner und wir müssen immer schneller sein und müssen immer als Erste zuschlagen und so, damit wir da keine Probleme haben und so weiter. Ja, und so hat dann also dann verkaufen die schöne viele Waffen und können, die Waffen werden konsumiert in Kriegen und so kommt es dann dazu, dass die USA dann einfach den Irak erobert hat und platt gemacht hat. Und die amerikanische Waffenindustrie hat dadurch guten Umsatz gehabt und es ist doch, funktioniert doch alles so. So funktioniert ja der Kapitalismus, ja? Wie war das? Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen, ja, genau richtig, ja? Und jetzt, woran hat es jetzt bei Saddam Hussein gemangelt? Und woran hat es am Irak gemangelt? Na, ist ganz einfach so. Irgendwie hat der Irak sozusagen hier zwar alles Homo sapiens, ja, aber nichts ist gleich. Immer, was kommt nach Homo sapiens? Welche Mutanten kommen nach Homo sapiens? Das hier hat ja nicht aufgehört, sondern hier, das geht ja immer weiter. Und das war vorher auch, wenn wir das vorher zeichnen, dann müssen wir jetzt hier sowas Mausähnliches einzeichnen und davor müssen wir dann, vor dem müssen wir dann, und irgendwann zeichnen wir die Einzeller ein und dann irgendwann die erste DNS. Und hier, das geht unendlich weiter. Also dieser Homo sapiens von heute, wir sind in einem ständigen genetischen Weiterkonstruktions- und Weiterentwicklungsprozess drin. Es würde mich nicht wundern, wenn am Ende die Köpfe einfach immer größer würden, weil die Gehirne immer größer werden und so weiter. Und die brauchen ja dann Platz und so weiter. Also das heißt, also hier, das ist ja nicht zu Ende, das geht ja potenziell unendlich weiter, die Umkonstruktion der Menschen. Und wie geht das dann? Ich habe doch eben gesagt, immer die haben die platt gemacht. Also die haben denen alles weggefressen und die haben denen alles weggefressen und die haben denen alles weggefressen. Also es ist ein grausamer Evolutionsprozess, auch wenn alle pazifistisch sind miteinander und so weiter. Sogar dann ist es ja alles immer noch ein gnadenloser Wettbewerb. Ja? Auch wenn alles friedlich läuft und ohne Krieg und ohne Gewalt abläuft, trotzdem ist es sozusagen umbringen. Und wenn es nur darin besteht, dass die hier in pazifistischer Weise so effizient sind und die und so viel Nahrung verbrauchen und so viel, dass die hier einfach sozusagen ihre Kinderproduktion einstellen oder ihre geborenen Kinder einfach aussetzen und so sterben lassen, weil sie keine Grundlage mehr haben, ja, und weil eben letztendlich auch ohne Krieg und ohne Gewalt immer Wettbewerb herrscht, ne? Also schauen wir mal. Hier.
Was wird bei Saddam Hussein und dem Irak, was ist dir der Grund für dafür, dass jetzt Saddam Hussein tot ist und damit sein genetischer Strang ausgestorben ist, ganz viele Iraker tot sind und dann da ganz viele genetische Stränge tot sind. Ja, es muss so gewesen sein, eben dass eben hier im Irak sehr viele Menschen Kinder bekommen haben, die selbst eine relativ geringe berufliche Qualifikation hatten. Und vielleicht auch so, wie es ja auf der Welt im Moment Mode ist, verrückterweise, auch die beruflich Qualifiziertesten tendenziell sehr wenig Kinder bekommen haben. Dadurch war die gesamte Technologie im Irak rückständig und rückläufig sozusagen, weil der Durchschnitt der Iraker zu dumm für die Welt war sozusagen. Ja, wenn also die hier kaum Kinder bekommen und die lauter Kinder bekommen, dann geht die Gehirnentwicklung. Wir hatten ja alle schon mal hier vor 40.000 Jahren hatten wir ja angeblich schon ein durchschnittliches Gehirnvolumen von 1500 Milliliter. Und wir haben es ja jetzt schon geschafft, durch den Kapitalismus, durch die soziale Marktwirtschaft der letzten 300 bis 400.000 Jahre, schon dann wieder das Gehirn von vor 40.000 Jahren von 1500 runter zu knüppeln auf 1350 Milliliter, haben also 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren und sind also verglichen mit vorher strunzdumm geworden, ne? Um das mal wirklich ganz deutlich zu sagen. Ja? Und das heißt also, aus irgendwelchen Gründen war die gesamte Volkswirtschaft des Iraks strunzdumm. Ja? Und das heißt, die hatten keine Leute, die so genial waren, dass sie zum Beispiel super Abwehrraketen in einem Riegel rund um den Irak sozusagen. Würden alle heute noch leben, wenn sie so intelligent gewesen wären, dass sie super Hightech-Raketen entwickelt hätten, die bis ins All rauf so mit kleinen Nadelstichen quasi jeden anfahrenden Panzer, jedes anfliegende Flugzeug, jede anfliegende Rakete durch blitzschnelle und geniale Steuerungselemente sozusagen sofort treffen würden, anpieken würden und zum Absturz bringen würden. Dann hätte die USA angreifen können, so viel sie wollte. Diese kleinen, superschnellen Raketen hätten bis rauf, hoch ins All, hätten die alles abgefangen, was von der USA an Angriffsversuchen gekommen wäre. Und dann wäre der Irak und Saddam Hussein immer noch quietschfidel und total gut am Leben und wäre nicht ausgestorben sozusagen, ja, und nicht ausgerottet worden, ne? Das heißt also, irgendwie muss es bei den USA so gewesen sein, dass da irgendwie mehr Fähige, mehr Kinder bekommen haben. Deswegen ist die Waffentechnologie der USA sozusagen, und irgendwie muss es die USA geschafft haben, dass ihre unfähigen, beruflich wenig leistungsfähigen Leute doch relativ wenig Kinder bekommen haben. Dadurch hat die Waffen sozusagen, ja, vielleicht hat auch China das so gemacht. Übrigens, China hat ja auch einen ziemlichen Aufschwung so genommen die letzte Zeit angeblich. Dann kann man ja alles nicht nachprüfen, aber das muss auch so gewesen, dass vielleicht die Ein-Kind-Politik so war, dass die Ein-Kind-Politik für die Armen galt und für die beruflich wenig Leistungsfähigen galt und dort auch durchgesetzt wurde. Und dass bei den beruflich Hochleistungsfähigen, vielleicht durch Schmiergelder oder so, doch immer mal wieder ein Auge zugedrückt hat und die dann eben doch zwei Kinder in die Welt gesetzt haben. Und dadurch hat sich sozusagen die durchschnittliche Intelligenz und Gehirngröße und Gehirnleistungsfähigkeit in China verbessert, und jetzt macht China wirtschaftlich den Rest der Welt platt, ne? Und so weiter. Und das heißt also, aber auch bei der USA muss es eben verglichen mit dem Irak auch so gewesen sein, denn wir müssen uns gar klar sein, wo kommen die Menschen her? Also wenn wir uns jetzt
Weltkarte vorstellen, ja, die alle Menschen, alle Homo sapiens, also alle, wir alle, die so ungefähr im Moment so ähnlich aussehen, aber sich in einer ständigen genetischen Weiterentwicklung befinden sozusagen, ja. Also, aber alle sind vor circa 100.000 Jahren, haben wir alle Afrika verlassen, hatten alle wohl eine schwarze oder dunkle Haut. Und die, die im Irak da geblieben sind, das sind ja keine anderen, sondern die nach USA gegangen sind, die sind dann nur irgendwie über Asien sozusagen, hinten oben über Asien. Wenn wir uns die Weltkarte vorstellen, irgendwo oben über, was ist das da oben da, Nordrussland oder ja, oder ja, Nordrussland, gab es wohl eine Verbindung rüber nach Alaska, Alaska, Kanada und so weiter. Und dann so an den Küsten entlang wanderten die Leute quasi ins Gebiet der heutigen USA und dann runter bis nach Südamerika ein, sozusagen. Also eigentlich müsste da die Intelligenz und Leistungsfähigkeit eigentlich ziemlich ähnlich gewesen sein bei denen, die in der USA, den Ureinwohnern der USA. Und außerdem, und jetzt die USA besteht ja zum großen Teil jetzt auch aus Afrikanern und Europäern, Ex-Europäern sozusagen. Also quasi, es macht doch keinen Unterschied, ob ich von Afrika Richtung Irak auswandere, von Afrika Richtung langsame Bewegungen Richtung Europa geschehen sind und dann von Europa später in die USA oder und dann oder eben über Russland und Alaska, dann in das Gebiet von Nordamerika und so weiter. Das spielt doch alles keine Rolle. Eigentlich müssten die doch alle ziemlich ähnlich gewesen sein am Anfang, ja? Aber dann muss eben irgendetwas geschehen sein, dass eben vielleicht sozusagen hier im Irak es irgendwie so gewesen sein muss, vielleicht waren da doch ein, zwei zu wenig Hochintelligente dabei. Dadurch kam es dazu, dass das im Staat zugelassen wurde, dass die wenig beruflich Leistungsfähigen zu viel Kinder bekommen haben und die beruflich Leistungsfähigen zu wenig Kinder bekommen haben. Dadurch ging die durchschnittliche Intelligenz der Iraker steigerte sich nicht schnell genug sozusagen. Außerdem war Irak dann nicht attraktiv für die klügsten Ausländer aus aller Welt. Niemand wollte in den Irak gehen, um dort sozusagen zu arbeiten als Genie sozusagen. Die Genies haben also einen Bogen rund um den Irak gemacht. Dadurch hatten sie jetzt keinen Zufluss von Genen Richtung hohe Leistungsfähigkeit, ja, und dann waren sie relativ in dem Rennen um sozusagen hinter der USA zurückgeblieben und die USA war außerdem in der Lage, im Gegensatz zu Europa, ja, sich sehr schnell war man in der Lage, die United States, die Südstaaten und die Nordstaaten dann, wenigstens erstmal die Südstaaten und die Nordstaaten, dass sie sich einig waren, dass sie sozusagen sich als Staat gebildet haben und die sozusagen dann sogar irgendwie nach dem Krieg und so weiter, also dann die United States of America entstanden. Und das dann, und wir Europäer kriegen noch nicht mal die United States of Northern Europe mit einer gemeinsamen Grundsprache Englisch hin, ja, sozusagen. Und da kann es uns natürlich dann auch jederzeit wie dem Irak gehen, ja. Also auch der Irak war ja offensichtlich nicht in der Lage, sich mit einer größeren Einheit, zu einer größeren Einheit zusammenzufügen und so weiter. Und bei den USA ist das irgendwie gelungen. Also die hatten da irgendwie mehr Hirnschmalz irgendwie, ja. Und so
hat sich dann, muss es so gewesen sein, dass die Leistungsfähigkeitsweiterentwicklung im Irak einfach langsamer lief als in der USA. Also war die USA waffentechnisch überlegen. Dem Irak fehlte diese Hightech-Abwehrriegel. Also wir wollen ja gar nicht von Angriffswaffen sprechen, aber es fehlte schon mal die Defensiv-Hightech-Abwehrraketen fehlten und so wurde der Irak dann platt gemacht. Und so wird es uns auch gehen. Also ja, denn es gibt immer einen Grund. Also was der Fall Irak doch lehrt, ist immer ein Irrtum, ist immer 5 Zentimeter entfernt als Rechtfertigung für einen Angriffskrieg. Und das so ist nun mal der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft. Ja? Und und jetzt diese Vorstellung, ja, dass man also hier Schlaraffenlandmäßig, ja, das ist, dass alles da sei und dass man den Leuten hohe Löhne zahlen muss, ja, und dann, was passiert nämlich, wenn man den Leuten allen hohe Löhne zahlt, ne? Dann passiert Folgendes, dass die sagen, ja, wenn ich doch so viel gute hohe Löhne habe, dann setze ich natürlich viele Kinder in die Welt, ne? Ich kann es mir doch leisten, und ich kann sogar dem Kind was ein anständiges Leben bieten, und das ist dann auch eine anständige Geschichte. Ja, aber dadurch, dass die dann viele Kinder bekommen und die viel zu wenige Kinder bekommen, weil komischerweise und verrückterweise bei den Leistungsfähigen sozusagen lauter Gründe in der Gesellschaft vorliegen, wegen einer völlig inkompetenten Politik, dass die kaum noch Kinder bekommen, ja, dann wandert sogar nicht nur die Leistungsfähigkeit in Deutschland, geht nicht nur langsamer bergauf sozusagen und wird, sondern geht möglicherweise sogar bergab, nämlich wenn wir es geschafft haben, von vor 40.000 Jahren bis jetzt 150 Milliliter Gehirnsubstanz zu verlieren, vielleicht verlieren wir gerade die nächsten 100 Milliliter hier in Europa, ja? Und dann ist natürlich Europa, wenn es sogar sein Gehirn sogar schrumpft, dann ist es natürlich ganz schnell platt, falls es stimmen sollte, dass bei den Chinesen die durchschnittliche Gehirngröße eventuell sogar noch ansteigt. Ne? Also weil die vielleicht Ein-Kind-Politik nur für die wenig Leistungsfähigen gilt und für die Hochleistungsfähigen eher eine Zwei-Kind-Politik gilt. Ja? Und schon würde also das Gehirn Volumen der Chinesen eher ansteigen, während es in Europa eher abnimmt. Ne? Und noch eine Erfahrung übrigens lehrt das Internet. Ja? Wenn man das Internet zeigt, macht einem klar, dass dann begegnet man ja Menschen, denen man im normalen Leben nie begegnen würde, wenn man sich so in den gebildeten intellektuellen Kreisen unter Studenten, Professoren oder sonst wie bewegt, kriegt man das ja gar nicht mit, was es für Menschen gibt. Ja, und wenn Menschen dumm sind, dann sind sie auch saugefährlich, weil beim Dummen liegt ganz oft, wenn ich dumm bin, liegt ganz oft die Strategie der Gewalt nahe. Ja? Und dann wird es eben richtig gefährlich und so weiter. Also es gibt nichts Größeres als größere Gefahr sozusagen als die Dummheit. Und das erlebt man im Internet so krass, dass also da erfährt man erst, was für ungeheuer dumme und zugleich dadurch durch die Dummheit bösartige Menschen es gibt. Ne? Das ist jeder aus den intellektuellen Kreisen sollte sich mal eine Zeit lang im Internet bewegen, damit er erfährt, wie schrecklich Menschen sein können, wenn sie dumm sind. Ne? Und auch wie schrecklich gefährlich. Ja, ja, also was muss ich noch erklären? Ja? Also, diese Idee der hohen Löhne und dann sei alles gut und so weiter und dann würde das zu Aufschwung führen und so weiter. Das ist völliger Quatsch. Das führt dazu, dass die falschen Kinder bekommen sozusagen und sozusagen Europa
durchschnittlich dümmer wird sozusagen, Gehirnsubstanz verliert, verglichen mit den Amerikanern. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Amerika, USA dann irgendwie wieder einen Irrtum evoluiert, der dann dazu führt, dass man mal eben mal schnell Europa erobert. Denn Europa hat dann ja hat nicht mehr den Hirnschmalz, solch einen Defensiv-Abwehrriegel. Ich spreche ganz bewusst nicht von Angriffswaffen, weil das Spiel mit den Angriffswaffen sollten wir sowieso so schnell wie möglich beenden, zusammen mit der Beendigung des Kapitalismus. Aber letztendlich brauchen wir jedes fähige Gehirn. Wir müssen also durch den sanften Ausstieg aus dem Kapitalismus, sozusagen der zweiten Scientist for Future 2, also eine so hohe Lebensqualität entfalten und ein so hohes Wirtschaftswunder entfalten, dass auch die Genies aus dem Rest der Welt, aus den USA, aus China, gerne zu uns kommen möchten und bei uns arbeiten möchten und leben möchten und so weiter. Und die müssen wir dann alle aufnehmen durch ein Einwanderungsgesetz, das ausschließlich deutlichst über durchschnittlich leistungsfähige Berufsgruppen sozusagen ins Land hineinlässt oder auch Milliardäre oder Millionäre und so weiter reinlässt. Also nur aus dem Elitenbereich der Welt sozusagen dürfen wir reinlassen, weil wir dann werden wir immer die Technologie haben, uns wehren zu können gegen die USA, wenn die dann mal wieder angriffslustig wird, aus irgendeinem Irrtum heraus. Ne? Wie gesagt, Irrtümer kommen immer vor. Ne? Das heißt also, völliger Quatsch. Also natürlich müssen die deutschen Unternehmen versuchen, sozusagen den Arbeitskräften so wenig wie möglich zu zahlen sozusagen und müssen versuchen, sozusagen Hightech-mäßig der USA davonzulaufen, intelligenzmäßig und so weiter, damit wir stabil genug sind. Also das, was Professor Heiner Flassbeck, ich verweise jetzt, ich erkläre vieles jetzt nicht, ja, ihr müsst schon die anderen 350 Videos alle schauen, um das gesamte Studium der neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre zu verstehen. Dieses Video hat weniger denn je einen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich will nur sagen, dass dieser Professor Heiner Flassbeck im Prinzip Europa völlig ruinieren würde, ja, weil er sozusagen über die Idee der hohen Löhne auch für die Geringqualifizierten diese zu einer großen Kinderzahl anstacheln würde. Und da wird gleichzeitig politisch alles tun, damit unsere Hochqualifizierten keine Kinder bekommen. Dadurch wird dann die durchschnittliche Gehirnleistungsfähigkeit sich eher nach links bewegen. Also wir werden Gehirnsubstanz in Europa verlieren. Und irgendwann kommt eines der Länder, das sozusagen seine Gehirnleistungsfähigkeit erhöht hat. Also hier, da kommen dann also genetische Mutanten, Chinesen, die einen größeren Kopf haben als wir, oder Nordamerikaner, die einen größeren Kopf haben durchschnittlich als wir. Und die werden mit ihrer überlegenen Waffentechnologie und einem irgendwann von den Waffenkonzernen, kapitalistischen Waffenkonzernen erfundenen Irrtum, dass plötzlich Europa ja also chemische Angriffe und biologische Angriffswaffen auf die USA und auf China gerichtet hätte, und dann machen China und USA vielleicht gemeinschaftlich Europa platt und dann besiedeln, also vielleicht mit einer Neutronenbombe, da wird erstmal die gesamte Bevölkerung getötet, und wenn dann die Strahlung abgeklungen ist, besiedeln also ehemalige Amerikaner und Chinesen besiedeln dann Europa. Ja, und damit ist die gesamte Sache erledigt, ja, weil hier unsere in Europa wir so falsche Politik machen, und die zweitens, wir haben die fähigsten Denker der Welt im Lande, in Deutschland sogar, nicht nur in Europa, sondern in Österreich und in Deutschland haben wir die Professoren von den zweiten Scientists for Future 2, also die fähigsten Denker der Welt haben wir im Lande.
Aber die, wir haben außenrum in Europa, also in Deutschland und Österreich und Schweiz, leider nur noch Menschen mit solchen Gehirnen, ja, also so weniger leistungsfähigen Gehirnen, und die sind nicht mehr in der Lage zu verstehen, von was die zweiten Scientists for Future 2 reden. Dadurch kommt es dann eben nicht dazu, dass das angenommen werden kann, obwohl die fähigsten Leute der Welt noch im ehemaligen Land der Dichter und Denker sozusagen sind. Können die anderen das? Die anderen Europäer haben schon so viel Gehirnsubstanz verloren, dass sie zu dumm sind, das noch verstehen zu können. Und das bedeutet dann, dass dann irgendwann, wenn die Chinesen tatsächlich eben, wie gesagt, etwas größere Gehirne gerade evoluieren und sozusagen weniger zulassen, dass ihre dummen Leute Kinder bekommen sozusagen oder ihre unfähigen Kinder bekommen, dann werden die irgendwann mit ihren größeren Gehirnen waffentechnologisch eben Europa platt machen, die Bevölkerung durch irgendwelche Dinge, es können ja auch dann chemische Waffen sein oder können Biowaffen sein oder eben die Neutronenbombe ist ja so schön, die tötet nur die Menschen sozusagen und lässt alles andere stehen, und wenn die Strahlung abgeklungen ist, können dann die Chinesen Europa besiedeln oder eben die Nordamerikaner, also die USA können dann ihre Art Kapitalismus zu betreiben in Europa ausbreiten. Also ich hoffe, dass Europa die Kurve kriegt, dass Europa sozusagen, dass dieses Video das nicht alles erklärt, aber dass irgendwelche Leute irgendwann anfangen, alle Videos und die gesamte Homepage von vorne bis hinten zu lesen und dass sie kapieren, um was es geht. Es geht nichts Geringeres als um den Tod Europas. Um die Ausrottung Gesamteuropas oder nicht. Denn hier noch einmal klar zu machen hier, dieser Bautyp hat den Bautyp ausgerottet. Und dieser Bautyp hatte den ausgerottet. Also die waren noch nicht pazifistisch wahrscheinlich. Die höchste Stufe des Pazifismus. Also der war garantiert noch nicht pazifistisch und der auch noch nicht, oder? Schwer zu sagen. Also der Pazifismus müsste so vor 4 Millionen Jahren, also ungefähr hier, könnte vielleicht das langsam die pazifistische Tendenz sich evoluiert haben. Und der war wahrscheinlich schon Vollpazifist und der hat zwar genetisch den Pazifisten, aber der hat ja eben Kapitalismus. Der hat ja eben freie soziale Marktwirtschaft und dadurch wird er ja dann wieder durch die Evolutionsprozesse, ganz kurz nochmal angedeutet hier, durch die Geschichte hier, diese Geschichte, ja, eine Gruppe hat die andere nachts totgeschlagen, dadurch wurde dann durch den freien Markt wurde quasi die Aufhetzung zum Krieg und sozusagen zum Normalfall innerhalb des Kapitalismus. Und damit war dann also von Anfang an der Kapitalismus wieder, also wurde aus dem Pazifisten wieder künstlich ein Krieger. Ja, also abschließend für diesen kleinen Exkurs. Also so jemand wie Flassbeck würde Europa den Rest geben. Ne? Also so jemand wie Lafontaine, Flassbeck, Sarah Wagenknecht und so weiter. Eben aber auf der anderen Seite genauso ein Friedrich Merz, ein Dr. Markus Krall, ein Professor Max Otte, die würden einfach dafür sorgen, wir das nicht schaffen, was jetzt möglich wäre, nämlich dass Deutschland, das schon ganz viel Gehirnsubstanz verloren hat, ja, also wo schon wahrscheinlich schon wieder 50 Milliliter Gehirnsubstanz weg sind, ja, dass wir jetzt durch die Reformen der zweiten Scientists for Future 2 schleunigst dafür sorgen, dass unsere klugen Menschen wieder ganz viele Kinder bekommen und unsere niedrig qualifizierten nach Möglichkeit gar keine Kinder bekommen und wir dann endlich aufholen und dann jetzt endlich wieder konkurrenzfähig sind mit den Chinesen und es eben uns nicht so wie Saddam Hussein geht und im Irak geht, nämlich Saddam Hussein wurde umgebracht und ein Großteil der irakischen Bevölkerung wurde abgeschlachtet. Ja? Und so wird es Europa gehen. Ja? Und wenn wir jetzt nicht den Weg
der zweiten Scientists for Future 2 gehen. Das ist so quasi, man könnte sagen, die letzte Rettungschance Europas. Und das, ich hoffe nicht, dass es so ist, dass einfach, schlicht und einfach Europa schon so durchschnittlich so kleine Gehirne hat, dass es die zweiten Scientists for Future 2 nicht mehr verstehen kann. Ne? Also, liebe Leute, strengt euch an, so gut ihr könnt. Versucht, alle Materialien der zweiten Scientists for Future 2 zu studieren, denn da ist unsere die europäische einzige Überlebenschance. Ja? Also, tschüssi.